Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Digimon Survive. Wir haben es endlich mit Hilfe von Agumon und den anderen Digimon geschafft, hier zur Schule zurückzukommen. Oh, da ist es ja endlich. Hm, doyara are de machigai nakatta yō da na. Atto mōsuko. Laboramo, ashi no kega wa daijoubu? Shinpai shite kurete arigato. Daijoubu. Dou ni ka koko made modotte kureta nda. 日が暮れる前に それにしても 変ね お? ここまでの移動で スマホを何度か試してみたの この辺り全てが通話可能エリアの外で 電話もネットも もう校舎の近くなのに 本当だ GPSやマップだけじゃなく コンパスの こっちも同じだ 今はカメラくらいしか使えないか それにさ 気づいたか? 行きの時とは違って、あのトンネルを通…そういえばそうよね GPSが使えなかったから気づかなかったけど だったら戻ってこれるのは変だって それほど… ふむ… 何か混乱があるようだが この辺りにあれに… 早く行きたい! 気にはなるけど とりあえず戻れたんだしさ とにかく今は校舎へ急ぐ やった。日没までに帰ってこれた。ここがタクマたちの学校?いや、通ってる学校はここじゃないよ。僕らは課外学習…学校は学校か。 タクマ、 学校ってなんだ? Was ist eine Schule eigentlich? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Vielleicht so, wie ein Lehrer das tun würde. Nein, nein, ich sollte sagen, was ich wirklich denke. Aber jetzt haben wir sowieso keine Zeit dazu. Sorry. Ich gebe Agumon eine direkte Antwort. Benkyōsuru-tokoro-da. Jugyō-o-ukete, Testō-o-uketari-suru-nda-yō. Jugyō? Testō? Nanda-sore? Ah,はいはい. Sore-yori, ima-wa-Laburamon-o-chiryō-shite-yara-nakya. Demo, あれ? Dō-yō? いや、いないどころか… 様子を… Sieht alles so verfittert aus. Als wenn hier seit Jahren keiner gewesen wäre. なんでこん… もしかして… 俺たちが気絶してる間に… 群発… ミノルも気絶してたのか? ああ… 俺も… どうして… 一体… それを知りたいのは俺の方ですよ。 どうなってんだこれ? ただでさえもうじき日が暮れるって… 夜の校舎すら普通に怖いのに… こんな廃墟じゃ… やめてよ… 私… 落ち着け、ミノル。 俺がいるから大丈夫だ。 そうよ! 葵は私が守るわ! 気絶してたのってどれくらいかな? 僕は… 小1時間… 俺たちもそれくらいかな… スマホの時計で見る限り間違いないわね。日付も変わ…通信で時間が合わせられなくても、これくらいで時間…じゃあ、そのわずかな間に…破壊兵器とか、天変地異で朽ち果てた…じゃあなんで草ぼうぼうになってんだよ。確かに…これは単に衝撃で破壊された…気にはなるけど、今はラボラモンの手当てができれば、とにかく… 中へ入りましょう。Ja, es wird bestimmt irgendwo drinnen Erste-Hilfe-Kassen geben. Aoi hat recht. へえ、中もボロボロだ。
床とか抜けたりしないよな。ありえなくないな。気をつけて歩こう。うっ、どうしたの？ちょっと痛い。痛むのか？しっかりしろ。ラブラモン、大丈夫か？Labramon ist winselnd umgekippt. Sie muss die Schmerzen die ganze Zeit überspielt haben. Also, wo könnte der erste Hilfekasten sein? Besser gesagt, wo ist das Krankenzimmer? Das ist ein erster Hilfekasten, na klar. Der darf im Büro des der Krankenschwester nicht fehlen. Ich muss schließlich den Erste-Hilfe-Kasten zu Labramon bringen. Halte durch, Labramon. Gleich verarzten wir dich. Hey, ihr zwei. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe mal in den Erste-Hilfe-Kasten geschaut. Sind die Medikamente überhaupt noch gut? Wo die Schule doch so heruntergekommen ist. Die Verbände sehen noch sauber aus und das Desinfektionsmittel scheint auch okay. Sieht alles brandneu aus. Es stimmt zwar irgendwas nicht, aber es ist brauchbar. Okay, wie fühlt es sich an, Labramon? Au, das ist perfekt. Vielen Dank, Aoi. Labramon wedelt froh mit dem Schwanz. Sie ist jetzt schon quasi Aois Hündchen. Ja, ich verstehe es einfach nicht. Für einen Moment dachte ich, wir wären durch die Zeit gereist oder so. Aber wir sind ja nicht in einer Zeitmaschine und der Hilfekasten sieht noch neu aus. Nur das Gebäude an sich ist total verfallen. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Hoffentlich laufen wir hier noch jemanden über den Weg. Hey, Takuma. Das ist wie ein Albtraum, weißt du? Ja, finde ich auch. Aber wir wissen erst, dass es ein Traum ist, wenn wir darauf erwachen. Ja. Auch wenn es weh tut, sich zu zwingen, ist es vielleicht doch ein Traum. Aber da wäre dann noch diese verfallene Schule, diese seltsamen Kreaturen. Was in aller Welt ist hier passiert? Wisst ihr irgendwas, Agumon? Keine Ahnung, so sah es hier schon immer aus. Immer? Was redest du da? Ach, Agumon hat recht. Hier sah es schon immer so aus, seit wir auf die Welt gekommen sind. Wir verstehen nicht, was ihr daran so seltsam findet. Schon immer? Aber das kann doch nicht sein. Die Schule sah doch vorher normal aus. Ist das etwa nicht dasselbe Schulgebäude? Wenn nicht, wo sind wir dann bitte? Was ist hier los? Sieh die Dinge doch etwas positiver, Aoi. Tut mir leid, Takuma. Hey! Das war Ryos Stimme. Er ist auch hier. Ich bin ziemlich sicher, dass das aus dem ersten Stock kam. Okay, Heldenalarm. Minoru. Diesmal werde ich nicht wieder davon laufen. Ich werde Ryo retten. Gut, dann lass mich dir dabei helfen. Auf geht's, Aoi. Ich beschütze dich. Danke, Labramon. Aber mute dir nicht zu viel zu. Wir haben dich gerade erst verbunden. Das ist zwar alles sehr beunruhigend, aber darum kümmern wir uns später. Zumindest kann ich mich etwas ablenken, wenn ich mich aufs Hier und Jetzt konzentriere. Gehen wir, Takuma. Ja. Die Stimme kam aus dem ersten Stock. Takuma, kurzi! Machigai nai. Ikuzo!
大きな芋虫。なんだあいつは。知らない。あいつの名前は確か。Stimmt, Kunemon sieht nicht so aus, als würde es ihn angreifen wollen. Aber Ryo scheint ziemlich Angst vor ihm zu haben. Hey, Kimi, daijoubu? Kyōryū no makemono da. Makemono janai yo. Agumon da yo. Komisch, sonst tut er doch immer so mutig und beschwert sich über vieles, aber jetzt hat er Angst. Mattaku da. Schabetta! Ryo, tonikaku, Agumon mo teki janai kara. San. Nanda, was schimmer. Gakkyūsei no kuse ni jōkyūsei yobisute ka yo. Du Schisse. Könnte schwer werden, Ryo zum Mitkommen zu bewegen, solange er so panisch ist. どうやら人間のようだし。なんだか情けないわね。いや、ラプラモン、bringt es auf den Punkt。Er ist ziemlich erbärmlich。こんな時でもやっぱ嫌なやつのままで安心しましたよ、リョウ先輩。いやいや。うるせえ。いいか、こいつだけじゃないんだぞ。ここの化け物は幽霊もいたし、なんか。すげえでっかい化け物もこの先ってどこら辺。 Jedenfalls scheint Ryo mit Kunemon einen neuen Freund zu haben oder so. Aber was ist mit dem Geist und dem Monster, von dem Ryo geredet hat? Und was ist das für ein komisches Gefühl, als würden wir beobachtet? Ist hier einfach noch jemand? Nanda yo, ima no ota.もしかしてこれってラップあっちか、それともふざけんなよてめえ、そんなことがあるわけ。Ich habe definitiv etwas gehört, aber war es wirklich ein Geist? Ich sollte einfach abwarten. Ja, ja, ja. ずいぶん怯えてビビりすぎて幻覚でも見てんじゃね。いや。確かにこの者が言うように。マジで？そうね、嫌な匂い。一体何がいるんだろうな。なあタクマ、あっちの方写真。あっち？ Von der Stelle, auf die er gerade geschaut hat? 神社の時も何か変なもんが映ったし、もしかしたらここでも映っ。ちょっとミノル君、こんな時に待って。葵さん、何もわからない状況だから試してみようよ。もうタクマくんまで。こんな時にカメラかよ、何気のもんだな。チッ。 Ich sehe hier nichts Ungewöhnliches, vielleicht hilft ja die Kamera. 何か映るかな、早く試してみよう。Durchaus. Recht hat er. Kamera raus. Als wenn wir es hier mit einer Spinne zu tun haben. Spinnnetze? Bleib doch zurück, Leute. Kurde. Nanda yo. Miseru yo, Takuma. Ore? Nanda kore? Shiroi beto beto no. Boah. Plötzlich hängen hier überall Spinnnetze. Was in aller Welt? Ich bin nicht da, Hunai. Mada nanika kehai o kanjiru so. Nanika te. Da. Ah! Ah! Oi, Ryo! Kyū ni sakebu no yame ro tte! Eh? Chotto. Ne,
葵どこ？どうしたんだ？ラブ。葵がいないの。ねえ嘘でしょ。本当だ。今の今までそこにいたのに。しまった。いつの間に。化け物？ああ、そうだ。得体の知れない化け物が すげえ速くて一瞬のことだったけど、確かに葵をさらって消えてった。俺は見たんだ。なあアグモン、葵さんをさらったのもお前？ああ早くて何かまではわからなかった。嘘だろ、全然気づかなかったぞ。そんな速さで襲われたらどうすりゃいいんだよ。骨門の時と同じだ。見た目だけじゃなく常識外れの力があることも考えるべきだった。このカメラに映ってるのってクモの巣だよな。食われちまうのか俺。いやだ、そんなのあってたまるか。ママ一瞬嫌な気配がしたんだが、あまりの素早さで気づいた時には葵はもっと周りを気にすればよかったのかな。やっと出会えたのに。けど葵、すまない。Alle sind durcheinander und haben Angst. Nicht einmal ich kann noch klar denken. Dagmar, これからどうする？どうするもこうするもねえだろ。何言ってんだ？葵さんを置いていく。今から追いかけても間に合わ。まだそうだと決まっていないと思うけど。とにかくこのままじゃ葵が手分けして葵を探しましょう。Ich habe zwar Angst um Aoi, aber wollen wir echt den Bau eines unsichtbaren Feindes erkunden? Aber Aoi hat bestimmt genauso viel Angst, wenn nicht sogar noch mehr. Wir müssen etwas tun. Auch wenn wir Aoi schnell retten sollten, müssen wir vorsichtig sein.さらわれたらどうすんだ。でも全員一塊になって探してもこ。その通りだ、安心しろ。そうよ、ここは手分けして探しましょう。私先に行くわ、みんなもお願いね。Ich mache sich meinen Stuhl. ダクマ、僕たちも行く。ああ。Korridor freigeschaltet. Schulkorridor, erster Stock freigeschaltet. Klassenzimmer freigeschaltet. Lehrerzimmer freigeschaltet. Toilette freigeschaltet. Cafeteria freigeschaltet. Sporthalle ist auch freigeschaltet. Freier Kampf freigeschaltet. Du hast einen freien Kampf auf deiner Karte freigeschaltet. Du kannst an diesem seltsamen Monsterversammlungsort kämpfen.So kannst du Gegenstände und Erfahrungen sammeln und Monster für dein Team rekrutieren. Die Gegner im freien Kampf wechseln basierend auf dem Story-Fortschritt. Ein wichtiger Ort, um deine Kampffähigkeiten zu stärken. Trainiere hier vor allem im großen Kampf. Auf jeden Fall. Warum sammelst du nicht gleich etwas Erfahrung? Wähle freier Kampf. Natürlich. War ja klar, dass ich das erstmal machen muss.Aber wenn wir dadurch neue Mitglieder kriegen, wieso nicht? Werden wir machen. Kampfhilfe mit Freunden.Alle Gegner besiegt. Kannst im freien Kampf mit Gegnern reden und so Gegenstände, Verbündete und mehr erhalten. Dafür musst du eine Unterhaltung führen und die Laune des Monsters heben. Versuchen wir es. Und in der Regel. Okay.
Wechsel mit R und R zum gegnerischen Reiter. Eine Liste von Gegnern erscheint. Versuche mit Betamon zu reden. Der wirkt ganz vernünftig. Sinnlosen Kämpfen versuche ich möglichst aus dem Weg zu gehen. Unterhaltung mit Gegnern bedeuten, dass du Antworten auf ihre Fragen hin auswählst. Der Gegner stellt dir drei Fragen. Wähle Antworten aus, die ihm gefallen könnten. Na toll. Sieht aus, als wären wir seelenverwandt. Eine gute Antwort wird dem Monster gefallen und es wird sich dir langsam öffnen. Gegner haben verschiedene Vorlieben, also versuche es, bis du sie entdeckt hast. Schauen wir mal, wie das läuft. Was würdest du tun, wenn dir jemand sagt, dass etwas, woran du glaubst, nicht stimmt? Selbst hier gibt es noch weitere Tutorials. Wow, ist das etwa ein gemeinsamer Nenner? Wie sehen Wolken am Himmel für dich aus? Ich hätte zwar gesagt flauschig und lecker, aber naja. Aus, als würden wir uns wirklich verstehen können. Was willst du von mir? Betamon hat sich geöffnet. Er fragt, was du von ihm willst. Du brauchst gerade alle Verbündeten, die du kriegen kannst. Wähle, sei mein Freund aus. Du bist meine Loyalität würdig. Was einen neuen Verbündeten. Die Ränge des Gegners lichten sich. Deine erfüllen sich. Auch wenn sich ein Monster dir öffnet, tritt es nicht automatisch dein... Ne? Lass mich da kurz antworten. Ups, nicht runterfallen. Auch wenn sich Monster dir öffnen, tritt es nicht automatisch dein Team bei. Ach ja, stimmt, da war ich ja gewesen. Je stärker der Gegner, desto schwerer ist er zu rekrutieren. Erwäge dann andere Optionen. Manchmal braucht es mehrere Anläufe, um ein bestimmtes Monster für dein Team zu rekrutieren. Das ist ja einmal nach vorne angreifen. Du gehst auch vor. Okay, da kann ich erstmal nichts machen. Mit Agumon gehen wir auch vor. Allerdings dorthin. Und da könnten wir eigentlich auch angreifen. Aber brauche ich zwei Betamon? Nö, eigentlich nicht. Okay, dich bewegen wir erstmal dahin. Oha. Wo sehe ich eigentlich meine SP-Liste? Ich
Sorry. Fackelmann hat gleich das nächste Level. Bis auf Labramon sind alle Level 5. Aber wir haben einen neuen Verbündeten. Luno. Okay. Gott, und Mann, sind sie da aufgetaucht. Schulkorrektor, erster Stock. Weißt du was? Ich gehe einfach mal in die Sporthalle. Muss ich gleich mit jenen reden. Ist da hier irgendwo? Da vorne scheint die Turnhalle zu sein. Kriege diese Tür keinen Spalt breit auf. Es bringt nichts herauszufinden, woher das Geräusch kam. Wenn wir diese Tür nicht aufkriegen, suchen wir erstmal woanders. Ja, hier. Ob Ari wohl traurig ist, dass sie entführt wurde? Ganz bestimmt. Und wahrscheinlich hat sie auch Angst. Wir müssen sie schnell retten. Ja. Tja, warte mal, wo? Ach ja, stimmt. Zur Karte. Korridor. Da ist was Wichtiges. Nehmen wir uns den nächsten Raum vor. Ist auch hier irgendwo? Wenn, dann sollten wir ja möglichst viel untersuchen, ne? Aber hier scheint nichts zu sein. Aoi, Aoi, wo bist du? Antworte! Labramon, immer noch keine Spur von Aoi? Nein, keine. Oh, Aoi, wo könntest du nur sein? Labramon ist in Panik. Sie macht sich unglaubliche Sorgen um Aoi. Wird schon schief gehen. Wir suchen alle nach ihr. Wir haben sie im Nu gefunden. Ja, da hast du recht. Ich lege noch einen Zahn zu. Wir retten sie ganz bestimmt. Wie verzweifelt sie ist. Wir müssen Aoi finden. Ich schaue woanders nach, Labramon. Okay, nur zu. Gehen wir nach da oben. Da ist Minoru. Ich sollte mit ihm reden. Aber erstmal hole ich die Kamera raus. Sieht aber trotzdem merkwürdig aus mit den ganzen Spinnenleben. Spinnennetzen. Ich würde sagen, das ist diese Spinne, die man... Gut, aber ich sehe, die Folge ist schon wieder vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Auch gerne einen netten Kommentar. Würde mich riesig darüber freuen. Wenn euch die Videos gefallen und wenn ihr mich gerne unterstützen wollt, gerne ein Abo auf den Kanal da lassen. Vergesst dabei aber nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Links kommt ihr noch zu einem weiteren Video und rechts ist die Playlist zum Projekt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.